Willkommen zu einer neuen chilligen Runde Space Engineers von Keen Software House. Mittlerweile sind wir im All. Das war nicht der Mond, oder? Ja, wir sind im All. So, wir schalten mal das Interface wieder ein. Die UI. Jawohl. Und ein bisschen Energy haben wir. Da, wir brauchen auch eine Batterie. Bip. Ich weiß gar nicht, wo ich überhaupt anfangen soll. Am besten hier und das abbauen. Na, nee, wir lassen den erstmal stehen. Das ist, ja, so viel ist es auch nicht. Wenn der hier fertig ist, oder die Montageanlage, Montageanlage geht das schon. Herstellungskomponenten, ich habe schon ein bisschen was hier rüber transferiert. Wir brauchen jetzt 30, 27 Stahlplatten. Habe ich noch irgendwelche einstecken? Nein. Dann gucken wir mal, dass der hier jetzt 27 Stahlplatten baut. Ich habe hier schon reingeschmissen, weißt du? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Woran liegt's? Nicht genug Energie. Ui. Wie viel brauchst denn du? Maximal benötigte Zufuhr 280 Kilowatt. Benötigte? Kontrollfred, Produktion, Lichtbogenofen, aus. Die Solarzelle bringt, ach so, 69 Kilowatt gerade, Mann. Das wird jetzt natürlich schwierig. 68. Du brauchst 280. Bah, so viel zu dem Thema, wie ich mir das so schön gedacht habe. G-Reaktor. Ich kann ja meinen großen da oben auch abbauen. Stahlplatten würden wir hinkriegen. Reaktorkomponenten auf gar keinen Fall. Wir kriegen den Reaktor klein hin. Aber da müssen wir auch gucken, wo wir Metallgerüste herkriegen. Stahlrohrkurs. Alter. Wie soll ich denn das hier machen? Wie habe ich denn das hier drüben gemacht? Du kannst von der Produktion her nicht mal Stahlrohre bauen. Der nächste ist der kann aber erst das ganze Zeugs bauen, was wir brauchen, wenn ich genug Strom erzeuge. Strom erzeugen wir nur mit einer Batterie. Und genug, naja, die drehen sich jetzt nicht optimal rein, das ist auch wieder richtig. Wir müssen den nur zum Laufen kriegen. G-Reaktor klein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der so schweineteuer ist. Der kleine Reaktor. Machen wir das raus. Lichtbogenofen raus. Das haben wir jetzt alles gebaut. 8. Reaktor klein. Vier Metallgerüste. 100 Reaktorkomponenten. Ich hab heute nicht so rum. Ich hab 18 dabei. Aber wir können ja keine bauen. Weil das hier nicht losgeht. Mit dem sowieso nicht. Erst dann mit der. Und wie viel braucht die dann zum Bauen? Ich werde wahnsinnig. Ich werde wahnsinnig. Dann bauen wir drüben das Zeugs. Bis auf Metallgerüste. Nee, können wir ja sowieso nicht. Wir können ja auch die Rohre nicht bauen.
Und den kriegen wir auch nicht angeschmissen, wenn wir nicht hier noch Strom kriegen. Und haben wir hier Metallgerüste drinnen? Nein. Hier auch nicht. Die haben wir hier drinnen, wenn wir sie hier brauchen. Wo sind die zwei Metallgerüste hin? Gehe? Ist wirklich so. Ach so, ich habe ja auch keinen gebaut in der. Und Solarzellen haben wir auch nur noch. Batterie kriegen wir auch nicht gebaut, dass wir sie ein bisschen speichern können. Puh, schwierig. Können wir dann später alles umsetzen. Wir bauen mal eine Batterie mit Stahlplatten. Du baust, während ich mir das überlege, jetzt mal bitte 100 Stahlplatten. Die kann ich dann rausholen. Das mal das bisschen, was ich wenigstens einbaue. Dann eine Batterie. Zehn Herstellungskomponenten, 80 Energiezellen kann ich drüben auch nicht bauen. Hat sich auch geschissen? Aber was ich bauen kann, sind Solarzellen. Da klatschen wir unten einfach nochmal ein paar Solarzellen dran. Jo. Denn geht es nicht anders. Nee, nicht Hydrogentank. Da müssen wir da unten erstmal. Achso, haben wir schon alle raus. Ach, hab ich. Genau, die habe ich alle schon mit hier rübergebracht. Ja, wenn ich das jetzt hier unten aber voll klatsche. Du kriegst im Moment nur eins. Der kriegt ja auch nichts. Ja, da wäre jetzt das Skript, aber das würde es mir wieder vereinfachen. Ich heb mal die mit. 32. Oh, wir müssen auffüllen. Und dann muss ich da unten auf jeden Fall lang durch noch ein paar Panel bauen. Und die auf jeden Fall auch in alle Richtungen bauen. G. Solar. Panel. Panzerglas? Kriegen wir Panzerglas gebaut? Muss ich deswegen dann runter? Tatsache. Naja, ich kann im Zweifel des Gefechts auch immer noch mal wieder nach unten. Und ne, jetzt. Von unten wieder neues Material nachholen. Aber das wollte ich halt erst machen. Wenn ich wirklich unbedingt muss. Aber es scheint schon so. So, Herstellungskomponenten. 24 Träger. Stahlplatten. 24 Träger. Ich will es halt vermeiden, ne? Und noch ein bisschen rumspielen. Ein paar Herstellungskomponenten. Uiuiui, ey. Ich bräuchte von unten nur die Reaktorkomponenten holen und dann haben wir Strom, aber. Nee. Das kann ich dann in der nächsten Runde machen. Wir gucken jetzt mal hier, wie weit wir kommen. Vielleicht kriegen wir die ja so weit fertig, dass die wenigstens schon mal ein bisschen Strom produzieren. So, die sind drin. Stahlplatten, Herstellungskomponenten. Bäh. 64 Solarzellen, 8 Computer. 64 Solarzellen, 8 Computer.
Davon kannst du Amopor mitnehmen. Was hatte ich denn hier noch eingepackt? Achso, Panzerglas, das ist schön. Das habe ich auf Verdacht einfach mitgenommen. Sensorkomponente, damit wir hier oben noch eine Antenne bauen können. Aber die können wir uns vom Strom her gerade gar nicht leisten. Ja, ich bräuchte auch nur einen Verbinder setzen. Aber nein, das soll ja autark funktionieren. So, wir brauchen die 8 Computer. Und dann haben wir es schon. 8 Computer und 29 Solarzellen. Hier drüben schon so viel gebaut. Cool. Produktion. 8 Computer. Ach, hier kommen ja nochmal. 28. 29. Ne, nimm raus. Bauen wir die 8 Computer bitte. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jawohl. Und dann bin ich mal gespannt, wie viel Strom wir kriegen. Fertig. Fertig. So, wenn die Sonne so bleibt, geht's. Aber die wird ja natürlich auch irgendwann mal nicht mehr da sein. Bis dahin muss ich den Reaktor fertig haben, ey. So, die Batterie später. F. Irgendwas hat er jetzt gebaut. Produktion. Irgendwas hat man Auftrag gegeben, er hat es gebaut. Ich weiß es nicht, aber der Strom scheint im Moment gerade zu reichen. Gehe. Reaktor. Zügigst. Warte mal, kannst du Reaktorkomponenten? Nee, ne? Sensorkomponenten. Nee, das kann der wieder da oben. Ne? Jetzt können wir hier erstmal weiterbauen und dann bauen wir den unten ab. Wir brauchen 27 Stahlplatten, 60 Herstellungskomponenten, 27 Stahlplatten, Produktion 4, 5, 6. Der ist schon mal wesentlich schneller. Hast du hier drüben noch irgendwas gebaut? 83 Stahlplatten. Mist. Inventar, alles zusammen, nicht leer. Haben wir noch irgendwas, was wir brauchen? Nein, haben wir nicht. Gut, hier haben wir alles raus. Das habe ich mit Absicht so gemacht. Dann hauen wir hier alles rein. Wir brauchen Herstellungskomponenten sowieso noch 16 Motoren, 10 Anzeigen. 16 Motoren. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4 Anzeigen. Inventar. So, jetzt geht's langsam vorwärts. Wenn ich Metall rüste, 10 Stück. Holz. Produktion. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das, das, das. Klopp mal da dran. So, 6 Metallgerüste. Wie viel bringt die Sonne? 21, 157, 320. Ja, langsam kommen wir hin. F, wir haben das. Wir brauchen 61 Computer. 100. Nee, das waren 10. 20, 30, 40, 50, 60. 100. So, der kann schon mal durchrödeln. Während wir uns um das nächste kümmern müssen. Das ist die Batterie. Die braucht man erst, wenn wir eine stabile Versorgung haben. Vorher hätte ich gern nochmal. Bauen wir den unten drunter mit? Ne, hätte ich schon gerne oben drauf. Einen kleinen Reaktor. Einfach nur so, just for fun, jetzt hier reingedrückt. In der Hoffnung, dass der schon mal das bringt, was er soll.
Wenn der fertig ist, das, aua, dass der das denn hier übernimmt. So, Stahlplatten haben wir drin, 40 Herstellungskomponenten. Das können wir gleich anleiern hier. 40 Herstellungskomponenten. Die bauen wir hier rein. Nach den 40 Herstellungskomponenten brauchen wir 4 Metallgerüste, 8 Steuerrohre groß, 4 Metallgerüste, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nehmen das schon mal wieder raus. Die ist fertig. So, was brauchst du an Strom? Kontrollfeld 560. Ich raste aus. Schon wieder zu viel. Produktion. Inventar. Ne, Kontrollfeld. Ah, oh, ey. 150. 300 kriegen wir. Und wenn ich hier jetzt noch eine Solaranlage dran klatsche, brauche ich erstmal 4 Stahlplatten. Und da auch noch. Gut, dann machst du mir bitte 8 Stahlplatten. Haben wir gar nicht da. Ach. Jo, dann müssen wir mal schnell. Bevor ich drauf gehe. Vielleicht kriegen wir es auch so hin. Ich möchte nicht unbedingt nach unten, weißt du? Ich möchte beweisen, dass ich das auch so hinkriege. Auch wenn es kacke läuft gerade. Aber im Moment, es könnte schlimmer sein. 20 Herstellungskomponenten. Davon brauchen wir noch 3. Du nimmst mal aus dem Inventar alles raus. Nein! Das war dafür gedacht, ne? Jawohl. So, wir bauen hier 6. Da kriegen wir drunter auch noch einer. Ich habe keine Ahnung, was ich hier gebaut habe gerade. Produktion. Was brauche ich denn für eine? 6. 4 Stahlplatten. Da bau doch mal. 30. 30 Herstellungskomponenten. Ach so, 40 genau. 48 Träger. Wo hängt's jetzt? Finde Gegenstände? Eisenbahn. Das ist nicht so das Thema, Eisenbahn. Da können wir mal ein paar mitnehmen. Das war ja auch nicht gedacht, dass das jetzt so schwierig wird. So, Produktion, wo waren wir jetzt? Träger, 10. F, 20, 30, 40, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 20 Computer. Solarzellen. Vier Panzerglas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Einfach mal her damit. 1. So, und jetzt bauen wir in Ruhe die 6.
Kriegen wir die hier dran? Jawohl. Und da kriegen wir doch sicherlich... Warte mal. Ups. Das war jetzt gedreht. Nee. Ja. Du machst das schon richtig. Genau. So, kriegen wir hier irgendwas noch reingeschmissen. Oh, das sieht gut aus. Genau, das Richtige dabei. Und dann ist die Sonne weg. Aha. Hier? Jawohl. Geht vorwärts, geht vorwärts. Gib mal... Wieso habe ich zu wenig Träger gebaut? Hä? Wieso habe ich... Oder fehlt jetzt irgendwas? Ein Baum? Nö. Der baut nur noch. Okay, da müssen wir mal gucken, was wirklich noch fehlt. Herstellungskomponenten. Da brauchen wir noch 40. Das ist ja jetzt auch nicht so schlimm. Ach, hier kommen wir mal ein paar mehr. Und was brauchen wir sonst noch? Panzerglas, das ist schon im Bau. Oh, 16 habe ich. Ja, habe ich im Bau. Aber nächste Runde. So, zeigen wir es mal von der Seite. Ich bedanke mich fürs Reinschauen, Vorbeischauen, Zuschauen. Dankeschön. Wenn es dir gefallen hat, sehen wir uns eventuell in der nächsten Runde wieder. Zu einer chilligen Runde Space Engineers von Keen Software House. Bis dahin, auf Wiedersehen und Tschüssikowski.